Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar. Montag, dem 9. Mai. Ich grüße Sie ganz herzlich an dieser Stelle und wünsche Ihnen erstmal einen guten sonnigen Wochenstart. Ich denke, jeder kann zufrieden sein mit den vergangenen Tagen und hoffe, dass, wenn es sich das an den Wetterfronten weiter aufhält, auch hier die Gemüter an der Trading-Szene weiter erfreut sind. Die laufende Woche verspricht wieder einiges an Potenzial, insbesondere die große Ferienwoche. Beim japanischen Yen, also speziell in Japan, ist nunmehr rum. Das heißt, hier haben wir auch aus Fernost einige Impulse, wie wir auch schon sehen, heute Morgen einige Bewegungen bei den japanischen Pairs. Aber heute soll es gar nicht so um Fernost gehen, sondern vielmehr um den Loonie, um den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, der natürlich in vielerlei Hinsicht hierbei interessant wirkt. Wir erinnern uns natürlich auch an die Katastrophen, die hier derzeit in Kanada ablaufen. Insbesondere zum Ende der letzten Woche hier die Waldbrände in der Provinz Alberta. Da ging es natürlich groß zur Sache und auch hier die Evakuierungen, dann zum Teil natürlich die 100.000 Hektar, die hier betroffen wurden von dem Waldbrand, aber auch insbesondere hier die Einstellung gewisser Förderungen. Kanada ist ja natürlich hier ein Rohstoffland und auch natürlich in Sachen Öl hier aktiv und da geht es auch um die Ölsandproduktion zum Beispiel, wo hier aufgrund der Brände hier die Produktionen auch zurückgefahren wurden. Das waren hier Impulse, die zum Ende der Woche ordentlich einheizten. Jetzt am Morgen wurde schon wieder bekannt, dass hier die Ausbreitung der Waldbrände sich verlangsamt haben, also hier sozusagen dem Ganzen Einhalt geboten werden kann. Und da drückt man natürlich die Däume, dass sich Däumchen, dass es sich hier nicht weiter ausdehnt. Der kanadische Dollar geriet hierbei zunächst unter Druck. Das kann neben den Waldbränden, aber insbesondere auch auf die US-Dollar-Stärke zurückgeführt werden. Aber gehen wir mal hier ins Detail und zunächst mal in den Wochenchart, um mal zu schauen, was hier eigentlich angesagt ist. Da sehen wir hier sehr dynamisch die Kerze der Vorwoche, die ja sehr eindrucksvoll daherkommt und eben hier diesen Unterstützungsbereich bei 1,2785, 1,28, diese Zone, die zuvor gebrochen wurde, hier ganz massiv wieder zurückerobert hat. Das ist natürlich ein positives Zeichen, dass der Markt hier zurückkam in dieser Richtung. Jetzt müssen wir den Handelsplatz mal wieder dahin stellen, wo die Realität herrscht, nämlich bei JFD Brokers. Da sehen Sie auch hier, dass die kleine Wunderkerze, ja, ich stelle nochmal kurz um, hier auf Forex die Indikation, da kommt hier so eine Kerze zum Vorschein, die kann ja hier nicht ganz, ganz koscher sein. Also es gibt solche Events auch in der Woche, dass es so einen Ausschlag gibt, aber der war mir jetzt so nicht bewusst. Insofern hier JFD Brokers ganz klar erste Wahl bei absoluter Kursfairness, Transparenz und eben hier dem, worum es geht, wenn wir nämlich den realen Preis vom Interbankmarkt sehen wollen. Also die Woche hier sehr dynamisch, sowas Ähnliches haben wir hier auch schon mal im März gesehen, allerdings nicht in diesem Umfang und eben vor dem Hintergrund, dass wir hier jetzt diesen Unterstützungsbereich zurückerobern konnten, sieht es erstmal relativ gesehen konstruktiv aus. Aber es muss natürlich hier weiteres nach oben kommen und wenn der kanadische Dollar jetzt wieder Stärke erfährt, ergo der US-Dollar hier eine Schwäche zutage führt, dann kehrt sich das natürlich auch wieder relativ schnell um. Wir hatten hier in der letzten Woche den Loonie auch schon analysiert, schon mit der Idee, dass es hier Aufschläge in Richtung 1,30 geben könnte. Ja, technisch bedingt auch hier dann eben die Ausbrüche, das ist hier der 4-Stunden-Chart, über die kleinen Widerstandslevel, insbesondere dieses Niveau hier bei 1,2745, 46, 45 war das. Und da haben wir im Prinzip auf einen kleinen Pullback spekuliert, der nicht stattfand in dem Ausmaß. Vielmehr ging es dann eben relativ zügig weiter nach oben, was ja so ganz gut war. Jetzt sind wir aber hier und da können wir uns, bevor wir den Tageschart anschauen, mal den 4-Stunden-Chart näher betrachten. Wir haben jetzt hier eben die Zone bei 1,2975 plus minus 10 Pips. Kann man auch hier mal visualisieren durch so einen roten Zonenbalken. Ja. Das hier ist ganz klares Widerstandscluster. Also wir haben jetzt hier definitiv die Hürde vor uns liegen, dass natürlich die große Gretchenfrage die sein wird, ob der kanadische Dollar hier ausbrechen kann. Wenn er es tut, muss man sagen, haben wir hier auf jeden Fall noch mal knapp 200 Pips nach oben Luft. Dann dürfte erst die nächste Widerstandszone hier um 1,32 ja, einen gewissen Einhalt gebieten. Deswegen jetzt ganz spannend zum Wochenauftakt den Loonie beobachten, was er denn so treibt. Saisonalität schauen wir gleich im Tagesschau an. Vielmehr mal hier die Wochenstatistik. Kennen Sie auch schon zur Genüge. Freitag hat sich hier wieder mal als positiver Tag bestätigt durch die letzte Woche. Ansonsten der Montag auch statistisch während der letzten 52 Handelswochen hier ein bullischer Tag. Also sieht ganz gut aus. Und wir haben natürlich hier die Option, dass, wenn es sich fortsetzt, hier auch der Ausbruch natürlich damit einhergehen könnte. Und das gilt es natürlich erstmal abzuwarten, ob es gelingt, hier nach oben aufzudrehen. Also der Wochentag selbst ist bullisch. Von der FTSE-Vektor-Logik-Seite her kann ich Ihnen hier zeigen, haben wir
Heute einen bärischen Bias, der natürlich nicht zum Wochentag passt, der ist bullisch, aber man sieht hier, dass die statistischen Pattern, insbesondere das erste hier mit der Häufigkeit von 89, 17 Wiederholungen sind hier schon zu vernachlässigen. Es sollte schon während der letzten knapp 17 Jahre hier zu mehr als 30 Mustern, eher 50, eher 100 gekommen sein, aber hier 89 auch okay, knapp 63% Trefferquote. Letztlich die beiden im Bündel lassen heute rein von der Fuzzi-Vektor-Logik hier eine bärische Tendenz vermuten. Das kann auch zutreffen, sofern wir eben hier bei 1,2875 uns den Kopf stoßen, vielmehr das Währungspaar. Dann muss man davon ausgehen, dass es durchaus hier nochmal zu einer Preisschwäche gehen könnte. Insbesondere auch hier mit Dienstag. 48% positive Schlusspreise, auch eher leicht negativ. Donnerstag ganz schwacher Tag beim Luni, aber dass man hier so um die Pattern. Um die Tagespattern, so will ich es mal nennen, hier zu visualisieren. So eine Statistik heißt natürlich nie, dass es zu 100% passiert. Aber im technischen Kontext, gerade morgen leicht schwächerer Tag zur Wochenmitte, wieder leicht gehypt, am Donnerstag schwächer. Einfach mal darauf achten, was hier passiert. Ich kann mir vorstellen, wenn wir hier unter 1,30 bleiben, meinetwegen auch einen Spike nach drüben vollziehen, aber nicht per Daily Close rübergehen, kann sich hier ein kurzfristiger Short in Richtung 1,28, 1,27 durchaus lohnen. Wäre zumindest auch im Einklang der Fuzzi-Vektorlogik zu favorisieren. Auf den Tagesschart bezogen, ähnliche Situation. Wir haben hier die Annahme gehabt, dass es eben einen weiteren Preisauftrieb gibt, leichte Rücksätze erfolgen und hier im Ideal sogar eben hier die Zone von 1,30, 1,32 nochmal attackiert wird. Man sieht aber hier eben auch das breite Widerstandsmuster auf Tagesbasis dann hier bei 1,3064. Das ist ein früheres Mehrjahreshoch gewesen. Hier die Linie von links kommend. Ist schon einige Jährchen her, dass dieses Niveau gekitzelt wurde, könnte aber dazu führen, dass hier ein ideales Pullback-Level ja, möglich wäre. Also entweder findet es relativ schnell statt. Dazu mache ich hier auch hier nochmal so eine kleine Red Zone. Das ist praktisch hier das Widerstandsgebiet, was hier direkt vor uns liegt. Und wenn der Preis es aber schaffen sollte, hier über die 1,30 rauszugehen, ja, ein bisschen hoch machen, so. Dann muss man davon ausgehen, dass es hier eben noch einen Spike in Richtung ja, 1,32 sogar geben könnte, durchaus noch ein Stück höher. Aber das, denke ich, war es dann auch an positiver Musik. Also ich denke, die Luft wird hier zusehends dünner auf der Oberseite. Korrektiv von daher zu präferieren. Das aktuelle Preisgeschehen sieht eher so aus, als dürfte der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar in Bälde nochmal nach unten laufen. Und insofern lohnt es sich unter Umständen hier weitere Erholungsmanöver auf der Short-Seite zu covern. Saisonal haben wir hier jetzt nicht so einen wirklichen Rückenwind. Hier von der Saisonalitätsindikation her mit Blick auf die kommenden 20 Tage gehen wir mal auf die kommenden 40. Haben wir hier da. Eher eine zähe Seitwärtstendenz. Auch die Schwäche von Anfang Juni ist jetzt hier nicht unbedingt der Riesenbrüller. Muss man mal sehen, wie sich das hier gestaltet. Grundsätzlich leicht schwächer saisonal, aber nicht wirklich starker Rückenwind. De facto aber, das muss man zusammenfassen, mit einem möglichen leichten Erholungsbias kommt doch schon dann auch hier der Druck wieder rein. Und alles unterhalb von 1,32 bleibt definitiv bärisch. Und mögliche korrektive Erholungen, die sich fortsetzen könnten, eben hier als Short genutzt werden. So viel zum Looney, meine lieben Zuschauer. Das wäre es für den heutigen JFD-Devisenradar. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen auf jeden Fall wieder. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.